Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Fitzbahn mit dem Spiel Patricia 4, Aufstieg einer Dynastie. Und hier fehlen Rohstoffe. Welche sind das denn, die fehlen? Holz. Naja, das könnten wir ja relativ zügig beschaffen. Hoffe ich doch mal. Nämlich in Malmö. Schauen wir mal, was wir da im Konto drin haben. Ja, 27 ist jetzt nicht so viel. Ich glaube, dann setzen wir das doch mal auch wieder ein bisschen höher. So. Damit die zumindest ein bisschen mehr herstellen. Nehme ich, dann brauchen wir nur noch 4. Hab zwar keine Ahnung, wofür es notwendig ist. Schweden benötigt Käse. Das ist ja interessant zu wissen. Dann gucken wir doch gleich mal nach Malmö. Gucken wir mal, was wir an Käse haben. 10 Stück. Das ist eigentlich nichts. Und ich glaube, das schaffen wir dann auch nicht, wenn wir es am Markt kaufen, oder? Nee. Das wird nicht funktionieren. Schade eigentlich. Wie sieht es in Lübeck jetzt eigentlich mit Salz aus? Hm. 16. Ich glaube, wir stellen das auch wieder. Ups. Falsche Taste oder falschen Knopf da erwischt. Die Salzsieder. Ne, die haben wir schon auf 100%. Warenverwalter, Momentchen. Naja, verkauft sie nicht. Das soll er ja auch nicht. Ups. Ja. Sind wir da jetzt schon wieder zurückgesegelt, oder wie? Ja, Tatsache. Mensch. So, kriege ich jetzt aus die Welt. Ja, danke schön. Wo ist das Salz hin? Ihr Schweinepriester. Können ja auch mal gucken, was die jetzt hier so gelagert. Gucken wir mal, ob der das jetzt da wenigstens in Aalborg da auch ins Konto reinhaut. Mhm. Okay. Ups, das ist ja der falsche. Ja. Aber scheint doch irgendwie recht gut zu klappen. Nur, dass wir unseren Kapitän nicht aufgelevelt kriegen. Vielleicht ist ja in Rostock irgendjemand. Ist nur die Frage, wo das ist. Ist das in der Taverne? Ist das in den Gilden? Oder geht das vielleicht noch gar nicht? Könnte ja nur auch schon, oder wäre ja auch möglich, dass das noch gar nicht geht. Um einen Konvoi ins Mittelmeer zu entsenden, müsst ihr ihn auf der Seekarte nach Südwest schicken. Bedenkt, dass durch den kontinuierlichen Umschlag dessen Größe zunimmt. Je größer er ist, desto mehr Waren kann er aufnehmen und anbieten.
Ja, das mag zwar richtig sein, aber ich brauche jemanden mit Navigationserfahrung 3. Und wie kriege ich den auf Navigationserfahrung 3? Ja, das ist hier die Frage. Na, die Albatros segelt wieder davon. Die ist nicht uns. Alles gut und schön. Rohstoffe fehlen schon wieder. Also immer noch Holz. Vielleicht kriegen wir doch noch ein bisschen Holz zusammen. Sonst noch was? Bisschen Käse. So. Dann schwuppdiwupp, alles darin damit. Hier schauen wir uns auch mal wieder an. Warenliste. Machen wir so ein bisschen Sorgen, dass die wieder mit allen möglichen Kram volllaufen, aber sieht im Moment doch ganz manierlich aus. Ach, der hat sogar Gewürze. Schön, schön. Was fehlt denn jetzt noch? Immer noch Holz. Tagesverbrauch und Produktion. Verbrauch durch Betriebe. Wer verbraucht denn hier Holz? Männchen. Ach, die verbrauchen Holz. Ja, sag das doch. Ja, wie viel denn? 4 pro Tag. Ja, das kriegen wir doch hin. Halt, Quatsch. Ich hoffe, der nimmt jetzt gleich seine Route wieder auf. So, mach das lieber so. Dann haben wir nachher wieder da die Sauerei, wir unendlich Geld verlieren. So. Holz habt ihr schon alles verkauft. Wir nehmen das Bier mal mit. Hanf wird da, glaube ich, oben selber hergestellt. Bin mir aber nicht mehr sicher. Nehmen wir das und das und das kann weg. Aber ein bisschen Käse können wir mal da lassen. Momentchen, bevor wir dem das jetzt da reinladen, müssen wir dem Konto hier sagen, Warenverkauf. Sagen wir mal 20. Jo. Ich denke, das kann man machen. Dann behält er 20 im Lager für die Betriebe. Hoffe ich doch mal.
Und ich muss nachher mal gucken, wie man die Kapitäne in der Navigation schult. Weil ist ja, glaube ich, nicht so geil. Wenn wir hier keine Expeditionen schicken können. Jetzt die ganze Zeit hier in Lübeck da irgendwie in den Tavernen rumzugammeln. Macht auch keinen Sinn. Da. Jetzt müssten sie ja rein theoretisch. Was war das denn hier? Händler. Ne, das sind ja mir. Städtestatistik. Produktion. Was brauchen wir denn noch? 385. Vier Schiffe und ein Kontor. Na gut, das ist ja, wäre relativ schnell erledigt. Tja, ist halt wieder weg. Sollten wir vielleicht nochmal einen kleinen Konvoi bilden, also eine kleine Handelsroute machen, die jetzt hier unsere Produktionsbetriebe abfährt. Wäre, glaube ich, vielleicht ganz, ganz sinnig. Brandstiftung. Brautwerbung. Ups. Ja, nö. Also muss ich tatsächlich nochmal nachgucken, wo man das findet, dass man die Kapitäne der Schiffe halt ja, upgraden kann. Das ist mir nämlich im Moment ein Rätsel. Nun gut. Die Folge ist eh wieder zu Ende. Und ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin wünsche ich euch was. Euer Fitzbahn. Ciao.